Das wäre die krasseste Underdog-Meisterschaft aller Zeiten. Definitiv. Sowas hat es noch nie gegeben. Definitiv. 8. Seed übers Play-In, kein Superstar. Das wäre verrückt. Unfassbar. Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shots Fired. Heute ausnahmsweise mal am Dienstag. Ähnlich wie letzte Woche orientieren wir uns gerade so ein bisschen am Final Schedule und teilen die Folgen auf. So können wir heute über Game 2 sprechen und dann in der Folge bei Björn Ende der Woche über Game 3. Macht in unseren Augen mehr Sinn, da wir so einfach viel besser die einzelnen Spiele covern können. Bevor es losgeht, wollen wir euch noch eben auf eine ziemlich nice Aktion von unseren Freunden bei Kicks hinweisen. Ihr wisst Bescheid, Kicks, schon lange Partner hier bei Shots Fired. Wir haben unseren eigenen Link, den ihr immer in der Beschreibung findet. Auch unseren Code Shots Fired 10 solltet ihr kennen. Jetzt gibt es aber die Aktion Performance Bundles und die könnte ziemlich nice für euch sein im Hinblick auf die Streetball-Saison. Und zwar, wenn ihr jetzt mindestens 3 Performance-Produkte kauft, also beispielsweise Schuhe, ja, vielleicht sagt ihr, wir wollen unser komplettes 3x3-Team mit neuen Schuhen ausstatten, dann bekommt ihr 20% Rabatt auf die gesamte Bestellung, was ziemlich nice ist. Da gibt es nochmal einen speziellen Link in der Beschreibung, denn die Kollegen von Kicks waren so freundlich und haben auch ein paar Beispiele für Bundles schon auf die Seite gepackt. Das heißt, ihr könnt auch einfach so ein vorgegebenes Bundle euch anschauen und sagen, ja, das ist ziemlich nice, ich brauche neue Shorts, ich brauche Schuhe, ich brauche einen Ball, was auch immer. Dann könnt ihr euch direkt eines dieser Bundles aussuchen oder ihr stellt euch eben selbst 3 Performance-Produkte zusammen. Also ist eine ziemlich nice Aktion. Checkt den Link in der Beschreibung und schaut, was ihr gebrauchen könnt. Schaut da wie immer an unsere Freunde bei Kicks, die uns hier schon sehr lange supporten und unterstützen. Damit sind wir durch mit der Anmoderation und können jetzt reingehen in Spiel 2. Die Miami Heat, wie sollte es anders sein, sind in der Serie angekommen, gleichen aus in Denver. Erste Heimniederlage der Nuggets. Wie immer, Björn, du bist der Gast. Dein erster Take zum Spiel. Ja, also man hört es überall, die Zombie-Heat, ne? die Heat, die einfach immer wieder auferstehen, die Heat, wo du eigentlich in jeder Serie, abgesehen von New York, sagst, eigentlich haben sie keine Chance, eigentlich ist die andere Mannschaft viel besser. Und dann schaffen sie es halt jedes Mal wieder und jetzt haben sie es sogar als einzige Mannschaft dieses Jahr geschafft, in Denver einmal zu gewinnen. Ja, das haben die Suns nicht geschafft mit KD und mit Booker, das haben LeBron und AD nicht geschafft, die wurden nämlich gesweept. Und jetzt kommen die Heat und gewinnen da das Spiel, klauen es meiner Meinung nach im 4. Viertel. Das ist eine interessante Storyline, dass die Heat jetzt zweimal im 4. Viertel deutlich besser waren oder deutlich mehr gescored haben als Denver. Finde ich ganz interessant. Und ja, es gibt 1000 Anhaltspunkte oder 1000 Punkte, über die man sprechen kann. Und ich komme mal mit etwas, wo jetzt vielleicht nicht direkt jeder drüber redet. Und zwar, ich habe mich gefragt, wann war eigentlich das letzte Mal eine Mannschaft so wie die Heat, wo du sagen kannst, so, ey, die haben eigentlich gar keinen wirklichen Superstar. Aber Jimmy spielt bisher nicht Superstar-Basketball wirklich. Bam ist bisher der beste Spieler der Serie, ehrlich gesagt, für Miami. Und ich bin bei den 2004er Detroit Pistons rausgekommen. Ja. Muss man schon sagen, also Chauncey Billups, klar, würdiger Finals-MVP, aber jetzt eigentlich nicht auf dem Level von anderen Finals-MVPs. Und so ein bisschen wäre das jetzt, am Ende wird Bam Finals-MVP, weißt du, das ist so ein weirdes Team. Ja, ich weiß nicht, ob du taktisch mit etwas reinstarten willst, was du jetzt präferierst, oder ob du über irgendeinen Spieler reden willst. Wir können über alles reden. Ja, also erstmal muss ich sagen, dass es ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel war. Ja. Es gab ja vor den Finals diese ganzen Takes von wegen, hätten wir mal lieber Lakers Celtics bekommen. Keiner wird sich das anschauen. Das werden die langweiligsten Finals ever. Absoluter Bullshit. Es war ein super unterhaltsames Spiel. Und ich saß in diesem Spiel mehrfach da und dachte, okay, die Nuggets gewinnen das. Okay, die Heat gewinnen das. Du hast erstmal diesen super Start der Heat. Ja. Max Strus wieder auferstanden, trifft auf einmal alles von außen. Und du hast gesehen, okay, die Heat sind da, die Heat haben Sense of Urgency, die holen das heute. Dann kam dieser unfassbare Run der Nuggets, wo du dir dachtest, okay, das haben wir schon so oft gesehen, jetzt wird es hier ein Blowout und dann ist die Serie wahrscheinlich schon halb gelaufen. Dann kommen die Heat wieder zurück, kämpfen sich zurück ins Spiel, trotzdem geht Denver mit einer Führung ins letzte Viertel und dann spielt Miami Heat eigentlich nahezu perfekt. Dann kommt Duncan Robinson. Genau, dann kommt Duncan Robinson, müssen, 10 Punkte. Müssen wir gleich definitiv drüber sprechen, vorentscheidender Stretch. Und dann kommt trotzdem nochmal dieser Denver Run. Mhm. Das machen sie ja immer, wenn sie 1:30 vor Schluss dann uneinholbar hinten liegen, dann hauen sie mal eben 10 Punkte in 30 Sekunden rausgefühlt und sind plötzlich wieder im Rennen. Also es war einfach eine Achterbahnfahrt und ein super unterhaltsames Spiel. Ja. Mir ist was eingefallen, da haben wir drüber gesprochen vor der Serie. Ich weiß nicht, ob es bei dir oder bei mir auf dem Kanal war. Da habe ich mal gesagt,
das Ziel der Heat muss eigentlich sein, dass du ein Jokic-Game bekommst wie in Phoenix, dass er sehr, sehr viel scored, aber nicht der Playmaker ist. Und das haben wir bekommen. Wir haben 41 Punkte, also offensiv mal wieder nicht zu stoppen, aber nur 4 Assists. Mhm. Und das klingt schon wirklich sehr, sehr ungewöhnlich. Also 4 Assists von Jokic gibt es nicht oft. Und ich habe es mal nachgeschaut. Nuggets in dieser Saison. Record von 34-4, wenn Jokic mindestens 10 Assists hat. Und 14-17, wenn nicht. Ja. Ja, also genau das macht die Nuggets ja so gefährlich, weil Jokic kann immer scoren, den kannst du einfach nicht stoppen. Aber wenn Jokic 17 Assists hast, dann kannst du die Nuggets nicht schlagen. Er hatte nur 4, dementsprechend einfach zu wenig unterm Strich von den anderen Spielern, auch von Jamal Murray, dem Co-Star, nur 18 Punkte, also eines seiner schwächeren Spiele in den letzten Wochen. Und ja, das, also Eric Spoelstra wurde auch auf der Pressekonferenz angesprochen drauf von Ramona Shelburne, hat so ein bisschen genervt reagiert und gesagt, sorry, also das machen wir uns nicht lächerlich, so einfach ist es nicht. Ja. So einfach ist es natürlich auch nicht. Also der wird da sitzen und stundenlang sich den Gameplan ausdenken. Natürlich kannst du es nicht so leicht runterbrechen und sagen, make Jokic a scorer, also dass er nicht passt. Aber ich sag mal jetzt einfach grob zusammengefasst, ist es schon der Effekt, den du aus Heat-Sicht haben möchtest, dass Jokic eben nicht 17 Assists spielt und seine ganzen Rollenspieler in Szene setzt, oder? Ja, weil er ist in den Playoffs bisher, wenn er über 40 Punkte geht, 0-3. Also die haben diese ganzen Spiele verloren, wenn du ihn scoren lässt und eben weniger den Passer machst. Mhm. Und ja, da hat Spoelstra so ein bisschen Shot in Richtung ESPN gesendet und hat ja auch gesagt, ja, fürs untrainierte Auge wirkt das so. Und natürlich, im Vergleich mit NBA-Coaches haben wir alle irgendwie ein untrainiertes Auge und reden uns das halt irgendwie so zusammen, dass wir irgendwie das Spiel verstehen und die Narrative auch. Aber es ist schon auffällig und natürlich gehört da viel mehr dazu, als zu sagen, okay, wir verteidigen Jokic jetzt 1-1, natürlich, wir senden keine Hilfe. Natürlich gibt es da so viele Punkte mehr, die Spoelstra kennt, wie du dann off the ball irgendein Pick and Roll, irgendein Pin-Down verteidigen musst. Und darüber reden wir jetzt dann nicht mehr, weil es so im Detail einfach dann irgendwann auch in so eine Show nicht mehr passt. Aber es ist schon das Ziel der Heat gewesen. Wir haben auch nach Spiel 1 drüber geredet. Du musst die Michael Jordan Defense anwenden. Du musst ihn scoren lassen, lass ihn 40-50 machen, aber nimm den Rest des Teams raus. Das haben ja viele Mannschaften damals auch gegen Jordan gemacht, das haben viele Mannschaften immer gegen Kobe gemacht und das lohnt sich irgendwann schon, weil die größte Stärke von Jokic, ich würde sogar sagen, ist nicht nur das Passen, sondern ist wirklich so, wie bei LeBron, auch die Kontrolle des Spiels, dass er genau weiß, bei Michael Porter Jr. läuft gerade nicht so gut, lass mich dem jetzt gleich mal am Anfang des Viertels 2 Bälle geben. Weißt du, einfach nur, dass der das Selbstvertrauen hat, dass der genau weiß, jetzt ist mein Spot, jetzt bekomme ich den Ball. Und sowas haben die Heat ihnen halt total weggenommen. Und dann bekommst du halt einen Vergleichsweise, oder was heißt Vergleichsweise? Du bekommst ein sehr, sehr schwaches Spiel von Michael Porter Jr., du bekommst ein sehr schwaches Spiel von KCP. Und das sind schon mal zwei Leute, zwei Fünftel aus deiner Starting Five, die überhaupt nicht performt haben. Dann hast du einen Jamal Murray, hast du angesprochen, 18 Punkte. Das ist halt immer so schwer zu beurteilen, weil phasenweise war er natürlich sehr gut. Aber die Heat haben auch hier defensiv einfach eine Menge weggenommen, was in Spiel 1 noch funktioniert hat. Und das ist für mich sowieso so ein bisschen die Storyline von Spiel 1 zu Spiel 2. Die Heat hatten auch für sich offensiv eine Menge, was nicht geklappt hat in Spiel 1. Und sie haben sich das alles eingefordert jetzt in Spiel 2. Also das fängt an mit einem Max Drews, der alles daneben geballert hat im ersten Spiel. Na, was war es? 0 von 7, 0 von 9? Ja, genau. Irgendwie sowas. Genau, kommt jetzt in dieses erste Spiel, trifft 4-3 im ersten Viertel, fordert direkt was ein. Ja. Dann die Heat im ersten Spiel nur zweimal als Mannschaft an der Linie. Stimmt. Was machen sie in diesem Spiel? Gehen 20 Mal an die Linie. Ja, das ist auch wieder so ein Thema. Und dann so Spieler wie Duncan Robinson oder Gabe Vincent hatte das beste Spiel der Playoffs bisher, finde ich, von ihm. Duncan Robinson hat mit seinem Run so ein bisschen die Initialzündung gemacht im vierten Viertel, hat 10 Punkte gescored in kurzer Zeit. Plötzlich war es ein ausgeglichenes Game. Und Gabe Vincent, der bisher gar nicht in dieser Serie ist, der in Spiel 1, glaube ich, nur 3 Punkte gemacht hat, in diesem Spiel nur 3 Punkte gemacht hat, aber sein Dreier war einer der wichtigsten überhaupt in dem Spiel, um den Heat eine Führung zu geben. Es ist, ich weiß nicht, ich bin an dem Punkt angekommen, ich kann absolut nichts mehr tippen. Mhm. Ich weiß nicht, was von Spiel zu Spiel passiert. Es ist ein reines Schachspiel, was wir da sehen von Spoelstra und Michael Malone, was wirklich Bock macht zu gucken, aber ich habe einfach keine Ahnung mehr, was passiert. Bin ich ganz ehrlich. Und dieses Miami-Team, du kannst es nicht mehr tippen,
Weil nein, die, das ist die, unmöglich. Ey, die können jetzt in Spiel 3 rauskommen und kassieren eine 20-Punkte-Klatsche. Bin ich 100% überzeugt von, kann passieren. Auf der anderen Seite können sie Denver auch komplett abschießen und sie gehen nach diesen zwei Spielen in Miami 3-1 in Führung. Ich glaube an alles. Das ist so schwer einzuschätzen. Es ist einfach unmöglich, dieses Team irgendwie zu evaluieren. Du weißt von Spiel zu Spiel wirklich nicht, was du bekommst. Sie haben jetzt tatsächlich, wir haben immer darüber gesprochen, dass sie so viele Verletzungssorgen haben, dass sie nicht wirklich tief sind. Trotzdem haben letzte Nacht dann 10 Spieler gespielt. Ja. Love hat wieder gestartet, hat die letzten 3 Spiele gar nicht gespielt. War sogar plus 18, hat 2 Dreier getroffen, 10 Rebounds geholt. Also war auf jeden Fall wieder ein Faktor. Sie schaffen es trotzdem auch irgendwie 8 Minuten von Zeller immer rein zu sneaken, der dann sogar 2-3 offensive Aktionen hat, die gar nicht so schlecht sind. Highsmith plötzlich wieder nur 6 Minuten, 0 Punkte. Letztes Spiel 18 Punkte. Caleb Martin, unser Eastern Conference Finals MVP der Herzen, ist quasi Nullfaktor auf einmal. Genau. Es ist nicht zu fassen. Jimmy Butler spielt seit der Verletzung gegen New York lange nicht mehr auf diesem brutalen Level, das er in der ersten Runde hatte. Und trotzdem holen sie irgendwie diese Spiele. Und ich will einmal noch, bevor wir über Duncan Robinson dann wirklich sprechen, Bam Adebayo hervorheben, der mir wirklich sehr, sehr gut gefällt in den Finals. Sehr, sehr aggressiv ist. In den vorherigen Runden hatte er immer mal Spiele, wo er sich zu sehr zurückgehalten hat. Hat er im ersten Spiel auch, ich glaube, 25 Würfe genommen, was extrem viel ist. Aber immer aggressiv, starkes Playmaking, Two-Man-Game mit Jimmy Butler, sehr, sehr stark. Also hat mir wirklich gefallen, gerade wenn Denver Drop-Defense gespielt hat mit Jokic. Immer wieder gute Ideen gehabt. Auch mit Duncan Robinson hat er 1-2 gute Szenen im Zusammenspiel. Also sein Playmaking, also es ist ja nicht nur das Scoring und das Rebounding, sein Playmaking, wirklich Gold wert, hat mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ja, zu Bam noch, also die Aggressivität ist da, weil selbst nach dem Spiel schreit er irgendwelche Interviewer an. Ich weiß nicht, hast du das gesehen? Hast du nicht gesehen? Nee. Okay, er wurde, glaube ich, für ESPN schon interviewt und dann wollte er vom Court gehen und dann musste er noch ein Interview führen und da ist ihm dafür jemand nachgelaufen und er hat den richtig angeschrien. Oh, okay. Musst du dir mal anschauen. Das ist eine witzige Szene, weil Butler schon in die Kabine ist und dann musste er irgendwie beide Interviews machen. Ich glaube, das war die Story. Jetzt muss ich so ein bisschen, ja genau, eine Sache wollte ich sagen. Ich finde es so witzig, wie Spoelstra mit uns allen immer spielt mit Highsmith. Also in Game 6, überragendes Spiel gegen die Celtics gemacht. Wir alle so, boah, da haben sie jetzt richtig was unlocked. Da kommt jetzt richtig Defense in Game 7. Mal gucken. Einfach nicht gespielt. Null Minuten. Jetzt in diesem ersten Spiel macht er 18 Punkte von der Bank. Überragendes Game. Jetzt in Spiel 2, wir haben alle erwartet, wieder spielt mehr, macht 6 Minuten. Ich spiele Kevin Love als Starter. Ja, genau. Das startet Kevin Love. Dazu auch ganz kurz, das war ja auch schlau von den Heat, oder das war einfach der logische Schritt. Die wurden im ersten Spiel, im ersten Viertel komplett auseinandergenommen unterm Korb von Aaron Gordon und von Michael Porter Jr. teilweise, weil diese kleinen Guards unter den Korb gedrückt wurden. Und jetzt haben sie gesagt, ey, Kevin Love, ja, dann starten wir ihn halt und gucken, was passiert. Und es ist aufgegangen, weil Aaron Gordon hatte kein sonderlich dominantes Spiel, hat, glaube ich, 12 Punkte oder so gemacht, aber hat vor allem nicht diese Initialzündung für die Nuggets gehabt unterm Korb. Und das meinte ich auch vorhin mit diesem Thema Schachspiel, weil jetzt kann dann wieder die Nuggets im nächsten Spiel kommen und sagen, ah, okay, wenn ihr Kevin Love startet, dann versuchen wir jetzt mal Kevin Love ein bisschen mehr in die Defense zu involvieren und so weiter und so weiter. Also da kannst du so viele Dinge machen. Das Einzige, was ich vielleicht bei diesem Coaching-Duell einmal kurz anmerken würde, die Heat, und das ist Spoelstra's Greatness geschuldet und kann so vielleicht anderer Meinung sein oder ihr da draußen. Ich finde, die Heat sind nochmal ein Ticken besser als die Nuggets, wirklich selbst im Spiel dann noch die Adjustments zu treffen. Also Miami schafft es wirklich so, die lesen die Defense, dann gibt es einen Timeout und dann wird anders gespielt. Und bei den Nuggets habe ich oft das Gefühl, dass sie dann doch versuchen, in ihrem Gameplan zu bleiben und erst von Spiel zu Spiel wirklich neu justieren. Aber es kann auch selektive Wahrnehmung sein, ist mir einfach nur positiv aufgefallen. Aber ja, du wolltest über Duncan Robinson noch reden. Ja, ganz kurz, wo du gerade bei Adjustments bist, was mir auch noch gut gefallen hat, die Zone der Heat. Wir haben vor der Serie darüber gesprochen und sagen, ja, Zone wird schwer, Jokic nimmt die auseinander. Aber sie haben es irgendwie geschafft, dass es für die Nuggets sehr schwer war, Jokic da den Ball zu geben, nämlich am High Post, an der Freiwurflinie, wo er dann eben so eine Zone zerpflücken kann. Das haben sie richtig, richtig gut gemacht. Hätte ich nicht gedacht, dass die Zone so lange besteht. Du kannst natürlich nie alles wegnehmen und sie hatten dann hin und wieder auch mal offene Räume und Drives, aber die Zone hat viel, viel besser funktioniert, als ich mir das vorher hätte vorstellen können. Also das auch nochmal wirklich hervorzuheben. Ja, Duncan Robinson hat das Spiel so ein bisschen gedreht. Ja. Ich habe es mal hier auch nochmal rausgesucht. Denver, 11-0 in diesen Playoffs, wenn sie irgendwann im Spiel eine zweistellige Führung haben, also noch ungeschlagen. Ja. Und, das fand ich noch krasser, in der gesamten Saison, wenn sie im letzten Viertel mindestens mit 8 führen,
37-1. Boah. Also es ist eigentlich unmöglich, die Nuggets dann noch zu schlagen. Vor allem zu Hause. Genau. Und dann auf der anderen Seite die Heat zum 7. Mal in diesen Playoffs nach mindestens 12 Punkten Rückstand noch gewonnen. Es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Die Zombie Heat. Die Zombie Heat. Und Denver hat nicht mal ein schlechtes letztes Viertel gespielt. Also haben auch gute Quoten geworfen. 56% aus dem Feld, 43% Dreier. Aber Miami macht eben 36 Punkte und 10 davon. Ich glaube, alle 10 kamen im letzten Viertel von Duncan. Ja, ja, alle 10. Ja, 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 Wahnsinn. Mit and-one Layups, wo er dann flext und so. Genau. Also, dann dieser eine sehr, sehr diepe Dreier, wo er kurz nicht wusste, was mache ich jetzt, sondern pullt er einfach ab. Also wirklich krasser Stretch. Und ja, die beiden Drives fast sogar beeindruckend mehr für mich, weil du weißt ja, dass er werfen kann. Ja. Aber der erste Drive, da zieht er Baseline. Ich glaube, du rechnest gar nicht mehr. Du schaust immer nur, ich close out, lass ihn nicht werfen. Und dann überrascht er dich halt mit dem Drive. Und der zweite war nach einem Pass von Bam. Und geht da, glaube ich, in Jeff Green rein, sucht den Kontakt. Also auch wirklich ein tougher Layup. Hat er nachher auch so ein bisschen geflext. Genau, ne? Den meinte ich, ja. Wird ja dann auch immer gerne zum Meme, wenn er das macht. Moritz Wagner postet das dann auch immer in seine Story, diesen Flex. Yeah. Sind ja auch College, sind sie College-Teammates? Yeah, ja, ne? Sie waren College-Teammates in Michigan. Gibt auch einen sehr geilen Podcast, wo Mo bei Duncan Robinson im Podcast ist. Könnt ihr euch mal anhören, das ist eine geile Folge. Stimmt. Nee, aber das für mich, auch wenn wir es jetzt schon häufiger gesagt haben, eine der Stories dieser Playoffs. Ganze Saison fast gar nicht gespielt. Ja, immer wieder ein schlechtester Vertrag der NBA. Und plötzlich ist er halt wirklich ein sehr, sehr wichtiges Piece in einem der verrücktesten Finals und vielleicht sogar Championship Runs, die wir je gesehen haben. Und weißt du, was jetzt die größte Heat-Aktion überhaupt ist? Die gewinnen jetzt die Finals. Duncan Robinson sieht aus wie einer der besten Spieler der Welt und dann traden sie ihn. Und dann traden sie ihn. Und dann haben sie nämlich den Value wieder und können mit der nächsten Garde anfangen. Das ist so krass, wie gut Miami geführt ist, muss man sagen. Zu dem Duncan Robinson-Thema ganz kurz, weil du hast jetzt sogar ein paar einzelne Plays ja angesprochen, wie er dann zum Korb geht und den Ball gesteckt bekommt von Bam Adebayo. Das hat mir so gut gefallen, auch von Bam, dass er, wie viele Assists hatte er? Ich glaube nur vier. Vier, ja. Genau, aber also ich finde, er ist ein sehr guter Passer bisher in dieser Serie. Er ist so ein bisschen fast in dieser Jokic-Rolle. Er ist wirklich so ein bisschen der Big-Man-Passer. Natürlich nicht ganz auf dem Level von Jokic. Aber da gab es auch die interessante Situation. Genau in dem Stretch sind die Heat zweimal das gleiche Play gelaufen. Nämlich, dass Adebayo irgendwo relativ oben den Ball hat. Auf der Seite, auf dem Flügel wird, ein Off-Ball-Screen gelaufen. Zwischen Gabe Vincent müsste es gewesen sein und Duncan Robinson. Mhm. Das eine Mal slippt Duncan Robinson zum Korb, bekommt den Ball und dann in der nächsten Aktion laufen sie es genau nochmal. Der Ball wird nur angetäuscht auf Duncan Robinson, die Defense ist voll bei ihm und der Ball geht raus an den freien Dreier für Gabe Vincent. Ja. Also die Heat spielen gerade einfach sehr, sehr guten Basketball und es ist wahnsinnig schwer für Denver, das zu verteidigen und das, obwohl Jimmy Butler bisher kein Superstar-Basketball spielt, nicht mal wirklich All-Star-Basketball. Ja, aber du sprichst gerade einen wichtigen Punkt an. Die Defense muss halt irgendwann die überreagieren, wenn die Heat-Schützen treffen. Und wenn du dann, du hast ja teilweise wirklich 3-4 Leute auf dem Feld, die brutal treffen können. Du hast Strews, du hast Vincent, du hast Robinson. Kevin Love musst du auch respektieren von der Dreierlinie. Jimmy Butler. Caleb Martin. Genau, Caleb Martin. Musst du auch respektieren, auch wenn er gerade nicht so gut ist. Richtig, und Jimmy Butler trifft eben auch den Dreier in den Playoffs relativ konstant. Auch gestern wieder 2 von 5. Also er trifft ja auch seine knapp 40% in den Playoffs. Jetzt ist ein bisschen runtergegangen. Und dann musst du halt, wenn Duncan Robinson, du weißt, wenn der 2 trifft, dann kann er auch schnell 6-7 treffen. Ja. Dann musst du es halt anders verteidigen und dann gibt es halt dann diese Mental Lapses, weil du kannst nicht alles wegnehmen, dann bist du halt drauf. Wenn er dir dann noch den Drive gibst, musst du ihn noch enger verteidigen. Ja. Dann slippt Vincent raus für einen Dreier. Also es ist, ich glaube, du verfällst irgendwann auch in Panik in der Defense. Du kannst gar nicht anders, wenn du weißt, okay, ich muss jetzt auf ihn aufpassen, ich habe Bam als Playmaker, ich habe immer noch Jimmy da vorne. Mhm. Also ich habe letztes Mal, glaube ich, gesagt, es muss unfassbar anstrengend sein, die Nuggets zu verteidigen. Ich glaube, die Heat zu verteidigen ist kein bisschen mehr Spaß. Ja, und da muss man dann zum Beispiel wieder über so jemand reden wie KCP, der ja eigentlich als Elite-Verteidiger gilt. Jetzt in diesem Spiel hat er auch so ein bisschen einen Blackout gehabt oder schlechte Entscheidungen getroffen. Er hat, glaube ich, zweimal einen Dreier-Shooter gefoult in dem Game. Das sind einfach auch Momentum-Plays irgendwie. Und wie gesagt, er hat die Offensive nicht wirklich gegeben. Von Michael Porter Jr. kam ganz wenig. Auch er in der Defense sehr, sehr viel lost in dem Spiel. Und diese vierten Viertel finde ich echt spannend. Und das ist was wir über die Serie auf jeden Fall beobachten sollten. Weil wenn Miami das gelingt, dass sie jedes Mal dieses vierte Viertel gewinnen, das ist natürlich schon eine Ansage in so einer heftigen Serie. Weißt du, wie müde diese Mannschaften sind?
auch die Nuggets sind auch müde. Und wenn es dann ins vierte Viertel geht und du weißt, fuck, jetzt kassieren wir wieder 30 von denen, weil wir die einfach nicht stoppen können, die haben nochmal so einen Initialpush irgendwie. Das ist ja auch wieder Spoelstra Greatness. Und ich bin sehr gespannt, ob die Heat das halten können jetzt für Spiel 3 und für Spiel 4. Ja, man darf sich auf jeden Fall jetzt schon freuen auf Spiel 3 und 4 dann in Miami. Über Spiel 3 sprechen wir dann auf deinem Kanal in der nächsten Folge Shots Fired, gerade schon angesprochen. Lass uns noch kurz vielleicht über eine Szene sprechen, wird immer gerne diskutiert, natürlich ist man nachher immer schlauer, aber letzter Nuggets-Angriff, kein Timeout von Mike Malone, wie hast du es gesehen? Ich fand es in Ordnung, weil Jamal hatte den Ball, hat einen relativ guten Wurf losgeworden. Wenn du ein Timeout nimmst, hätte sich Miami noch mal besser justieren können, hätten vielleicht dann zum Beispiel Haywood Highsmith noch reingebracht als weiteren Verteidiger. Und ja, es war ein Contested-Wurf, aber über Jimmy Butler, das ist in Ordnung. Also ich fand es wirklich okay und es zeigt auch so Vertrauen in deine Spieler. Ich finde, Murray hat oft genug in seiner Karriere bewiesen, dass er diesen großen Wurf treffen kann. Es wirkte jetzt nicht gerusht. Also für mich hat es gepasst und es war ein sehr knapper In-N-Out. Das muss man vielleicht auch nochmal erwähnen. Die Nuggets waren hier diesen In-N-Out-Dreier davon entfernt, in die Overtime zu gehen und möglicherweise zu gewinnen. Also für mich geht's klar. Ja, und du hattest da gerade einfach ein Momentum. Du warst inmitten dieses Runs. Genau. Murray hatte vorher schon einen Dreier getroffen. Ja. Dann holst du diesen Stop. Genau, Jimmy verwirft den Stepback-Dreier über Jokic. Genau, und dann willst du dieses Momentum auch mitnehmen und nicht eine Auszeit nehmen. Und du hast es auch kurz angesprochen, du musst halt bedenken, wenn du eine Auszeit nimmst, ja, du gibst dir die Auszeit, du gibst aber Eric Spoelstra auch eine Auszeit. Genau. Und das hast du ja angesprochen. Ja. Und das ist vielleicht dann gar nicht immer ein Riesenvorteil zu sagen, okay, wir setzen uns jetzt nochmal zusammen, weil am Ende läuft es eh wahrscheinlich auf einen Murray-Dreier hinaus. Ziemlich, und wie gesagt, der Look war nicht schlecht, den Wurf kann er treffen, die Lakers können ein Lied davon singen, dass er diesen Wurf treffen kann. Und dementsprechend konnte ich auch absolut mit dem Wurf leben. Und für uns als neutrale Zuschauer ist es natürlich jetzt das perfekte Szenario. 1-1, das ist genau das, was man sich wünscht. Kurzer Ausblick, wenn du jetzt tippen müsstest, gehen wir mit 2-2 zurück nach Denver? Ja. Ja, oder? Ich glaube, das wäre mein sicherer Tipp. Ja. 2-2 und mein Heat-Tipp wäre einfach, ja, die gewinnen jetzt die nächsten beiden. Aber ich wollte sagen, also, es gibt zwei Optionen, entweder 2-2 oder 3-1 Heat. Ja, irgendwie schon. Ja. Also das sind die beiden Optionen, mehr geht, glaube ich, nicht. Ey, wenn die das holen, Mann. Wenn die das holen, das wäre so krank. Das wäre der absolute Wahnsinn. Das wäre die krasseste Underdog-Meisterschaft aller Zeiten. Definitiv. Sowas hat es noch nie gegeben. Definitiv. 8. Seed übers Play-In, kein Superstar. Das wäre verrückt. Unfassbar. Ja. Wirklich, wirklich unfassbar. Und das wäre wirklich, also wirklich nochmal so ein Bonus-Flex, wenn Jimmy Butler wirklich nur 19 averaged oder so in den Finals. Genau. Vielleicht macht er dann noch extra in Game 7 oder Game 6 nur 8, damit er unter 20 rutscht im Durchschnitt. Dann könnte man das auch nochmal Und dann wird Gabe Vincent oder Bam werden dann Finals MVP. Eigentlich muss es dann Spoelstra geben. Ja, ich würde dann Spoelstra wirklich sagen, der erste Coach ever. Ja. Naja, es macht einfach Spaß. Es macht einfach wirklich Spaß. Hoffen wir, dass wir noch ein paar Spiele sehen in der Serie, im Idealfall 6 oder 7. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr die Serie seht, wen ihr vorne habt. Glaubt ihr an die Heat oder sagt ihr, es war ein Ausrutscher der Nuggets, die sind das bessere Team und die holen das Ganze am Ende. Traut sich wahrscheinlich niemand da draußen mehr zu schreiben, aber haut trotzdem eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns dann Donnerstag oder Freitag, besprechen wir noch sowohl bei Shots Fired, dann bei Björn auf dem Kanal und auch bei NBA Undrafted. Das heißt nochmal volles Programm zum Ende der Woche. Von Mittwoch auf Donnerstag gibt es Spiel 3. Schaltet alle ein, aber das muss ich euch, glaube ich, nicht sagen. Danke wie immer fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao.